Deutschland. Klimawandel, Heizung. 2045. Klimaneutral. Klimafreundlich. Wie sollen wir das denn schaffen? Heilige Scheiße. Damit hat sie gar nicht mal so Unrecht. Kacke. Für viele nur das unschöne Nebenprodukt von ihren Haustieren, aber doch so wichtig, wenn es um die Rettung unseres Planeten geht. Zwar kann so ein kleiner Haufen nicht gleich ganze Berge verschieben, aber man muss auch die kleinen Dinge im Leben zu schätzen wissen. Jedenfalls können große Mengen an Gülle, Mist und Pflanzenresten auch ohne das Verschieben großer Gesteinsbrocken großartige Dinge erzielen, nämlich Strom. In sogenannten Biogasanlagen kann Biomasse, die aus organischen Substanzen besteht, durch kontrollierte Gärungsprozesse in Biogas umgewandelt werden, das eine umweltfreundliche Alternative für Erdgas stellt. Dafür werden Pflanzen- und Tierabfälle zunächst in einem Becken der Vorgrube gesammelt, bevor sie in den licht- und sauerstoffundurchlässigen Fermenter geleitet werden. In diesem werden sie unter ständigem Rühren erhitzt, wodurch die Masse von Mikroorganismen in ihre Bestandteile zerlegt und ein Gasgemisch aus hauptsächlich Methan und Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. Anschließend wird dieses von Schadstoffen wie Ammoniak oder Stickstoff gereinigt. Das entstandene Biogas wird in einem Blockheizkraftwerk in Wärme und Strom umgewandelt und kann ins Erdgasnetz eingeführt werden. Das hat zum Vorteil, dass die zurückgebliebene Masse als hervorragender Dünger für den Anbau von Energiepflanzen genutzt werden kann. Allerdings fördert dies auch den Konflikt, ob Nahrungs- oder Energiepflanzen auf begrenzter Fläche wachsen sollen. Windenergie. Auch ein gutes Beispiel für erneuerbare Energien. Der wehende Wind dreht die Rotorenblätter des Windrades. Diese Bewegung, mechanische Energie, wird durch den Generator in elektrische Energie umgewandelt und in das Netz geleitet, welches dann den Konsumenten mit Strom versorgt. Ein Vorteil davon ist, dass Windenergie klimaneutral ist, da Windkraftwerke kein CO2 oder andere schädliche Stoffe ausstoßen. Jedoch schwankt die Energieversorgung, für die es keinen wirklichen Ersatz gibt, was daran liegt, dass der Wind nicht immer gleich stark weht und umliegende Gebiete leiden oftmals unter Lärmbelästigung. Was ist das denn? Ein solarbetriebenes Auto. Um die Funktion von Solarzellen zu verstehen, muss man sich zuerst den Aufbau anschauen. Die untere Schicht bildet eine Metallfolie. Darauf liegt eine Siliziumscheibe, deren obere Schicht lichtdurchlässig ist. Darüber liegt eine Schicht aus Titandioxid, die die Reflexionsverluste verringert, sodass mehr Sonnenlicht eindringen kann. Auf dieser Schicht liegen Metallkontakte in Form von dünnen Streifen. Diese Metallkontakte sind mit Anschlussdrähten verbunden, die mit dem Energieverbraucher und der unteren Metallfolie einen Kreislauf bilden. Ein wichtiger Teil der Energiegewinnung mit Solarzellen findet in der Siliziumscheibe statt. Die obere Schicht ist negativ dotiert. Das bedeutet, dass sich negative Elektronen frei in einer positiven Umgebung bewegen. Die untere Schicht ist positiv dotiert, heißt, dass sich sogenannte positive Löcher in einer negativen Umgebung befinden. Elektronen und Löcher ziehen sich gegenseitig an. Bei Kontakt mit Sonnenlicht lösen sich viele Verbindungen wieder und die Elektronen werden an ihre Ausgangsposition zurückkatapultiert. In der Solarzelle fließen die hochkatapultierten Elektronen über den oberen Metallkontakt ab, werden durch den Verbraucher und anschließend über die Metallfolie in die Solarzelle geleitet. Die Nutzung von Solarenergie bringt viele Vorteile mit sich. Sie ist zum Beispiel sehr umweltfreundlich, da keine CO2-Emissionen entstehen und nur erneuerbare Ressourcen genutzt werden. Außerdem ist man durch Solarzellen unabhängig von Stromanbietern und somit vor den steigenden Strompreisen geschützt. Allerdings gibt es auch Nachteile, wie zum Beispiel die hohen Anschaffungskosten und die Abhängigkeit vom Wetter. Vielleicht kann es ja doch was werden.